Ich bin aus der Mittagspause zurück. Wir können von mir aus weitermachen mit dem Spiel um Platz 3 zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05. Ich meine, liebe Regie, falls ihr auch schon wieder da seid, wollen wir uns die Topscorer noch einmal angucken, bevor das Spiel losgeht. Falls nicht, ist alles gut. Schiedsrichter der Partie ist David Jackson. Also vom TuS Eintracht David Jackson bei Schiedsrichter. Er pfeift normalerweise die Landesliga beim Spiel und um heute Platz 3. Das kleine Finale hier beim 23. Freeway Cup. Mainz hatten jetzt etwas so, Zeit, sind bereit. Das Ding ja aus den Knochen zu kriegen. Finale. Auf geht's, Lübbecke! Dieses 0:7 gegen Bayern München gerade im Halbfinale. Die bittere Enttäuschung. Und da gehört jetzt richtig was zu, sich in so kurzer Zeit zu schütteln und zu sagen, so, wir wollen noch mal Dritter werden. So, Anstoß war, glaube ich, nicht ganz korrekt. Wir wiederholen das Spielchen, haben zumindest schon mal 10 Sekunden von der Uhr geholt. So, und jetzt geht's aber wirklich rein in diese Partie. Da haben wir Kevin Alberg mit dem 1:0 für Gladbach. Und ich wollte gerade sagen, wenn der Bursche 7 Tore macht, sehen wir jetzt hier nochmal, wunderbar gefühlvoll, Brustannahme und dann reingelegt. Also wenn er 7 Tore macht, zieht er gleich in den Score an mit Lennart Kahl. Eins hat er schon, fehlen noch 6. Also Spaß beiseite, damit wollte ich sagen, die Scorerwertung ist schon vor dem Finale quasi entschieden. 13 Tore hat der Bursche gemacht. Da müssen wir die Statistik, jetzt sehen wir es sogar. Vielen lieben Dank an die Regie. Also 14 Scorerpunkte, 13 Tore. Und auf Platz 2 ein weiterer Bayern-Spieler. Zeigt die Dominanz hier. Und Kevin Alberg steht jetzt bei 8. Und geht jetzt auf die Jagd, zumindest Platz 2 zu erobern. Die Nummer 11 von Borussia Mönchengladbach. So, hier haben wir Weil Moya. Also Gladbacher sind gar nicht so aufgefallen im Turnier durch eine gewisse Spielweise, eine gewisse Struktur. Insbesondere durch immer wieder ganz besondere Momente von einzelnen Spielern. Unter anderem er hier, der quirlige Kapitän Wahil Moya. Mainzer ja Titelverteidiger noch. Haben die letztjährige Ausgabe gewonnen. Borussia Mönchengladbach einmal im Endspiel gewesen, das im Jahr 2020. Guter Abschluss, eine starke Parade erneut von Gentil Morina. Morina, eines der stärksten Torhüter hier im Turnier. Gibt da verschiedene Kriterien, aber was Paraden angeht, das Bälle halten, Morina definitiv eines der besten Keeper hier im Turnierverlauf. Oskar Wahlert nachher zum Beispiel Union Berlin, vor allen Dingen gut im Mitspielen, im Mitmachen. Die Gladbacher zum Beispiel mit 2 Keepern angereist, jetzt im Tor Jihan Masseling. Durch die Rotation fällt es so, etwas schwerer. Nicht vergessen, die Teams anzufeuern. Auf geht's. Kreisverteidiger Lübbecke. Auf geht's. Das dann zu bewerten.
Mainzer Ballbesitz. Finn Hillbrunner wieder am Ball im Aufbauspiel zusammen mit Morina. Keine Gefahr. So, der weite Ball auf Lappas Nummer 10. Das 1 gegen 1 gesucht, gut verteidigt. Bleibt im Ballbesitz, die nächste Möglichkeit für Josef Bellasen. Doch Ausgleichsmöglichkeit für Jan Jakob Janega und dann das Foulspiel. Die Mainzer ja mit ihren 10 Teilnahmen schon bekannte Gesichter hier auf der Platte gehabt. Finn Dahmen 2014, genau wie Riedle Baku, der Nationalspieler. Lennart Grill war 2015 hier, Keeper vom VfL Osnabrück. Paul Nebel war 2018 hier, jetzt aktiv in der zweiten Liga für den Karlsruher SC. 2017 stellte Mainz den besten Torhüter, Lasse Ries, ist immer noch bei Mainz 05, in der zweiten Mannschaft, mittlerweile 22 Jahre. Das gilt für die meisten, die hier schon mal gespielt haben, die sind so groß geworden. Hat einen Vertrag bis 2025 in Mainz, allerdings noch kein Einsatz bei den Profis. Kam aber schon für die zweite Mannschaft der 05er zum Einsatz. Mönchengladbach gar nicht mit so einer groß erfolgreichen Turnierhistorie. Das ist die 9. Teilnahme. Das ist in den letzten Jahren häufiger dabei gewesen. Stehen damit in der ewigen Tabelle der Teilnahmen auf Platz 17. So, hier hat sich noch Armin Spahic schwer getan. Hoffen, dass es nichts Ernstes ist. Betreuer da. Ein Schlag auf die Hüfte, sieht's aus. Ganz schön wieder schmerzverzerrt lächeln. So, gibt's hier Entschuldigung. Also Spatsch steht wieder, kann sogar weitermachen. Guckt noch etwas gequält, aber beißt auf die Zähne. So, Mainzer Angriff rollt an. Gut gespielt auf den Kapitän, auf Chris Rosenberger. Hier wieder am Ball. Nächster Abschlussversuch. Klasse gespielt. Jetzt die Möglichkeit, aber kommt Maurice Bittroff den Ball nicht vorbei an Masseling. Also Mainz bäumt sie nochmal auf. Und das zeigt eben auch den Charakter der Jungs. Man könnte jetzt sagen, beide Mannschaften irgendwie enttäuscht im Halbfinale, nicht nur ausgeschieden, Mainz ja wirklich hoch verloren und was sollen wir hier noch, das Spiel um Platz 3 kicken. Aber sie geben wirklich Gas. Sie wollen das nochmal gewinnen und das zeigt den Charakter, das zeigt so diese besondere Einstellung der Jungs hier. So, Genti Morina. Jetzt die Möglichkeit. Stark wieder von Masseling, hat sich da groß gemacht. Mainz will es doch mal wissen.
Paul Hanfland. Maurice Bittroff jetzt. Im Aufbau mit Morina. So, tiefer Ball, gut abgelegt von Robin Emmerich. Ballverlust dann hier von Hanfland. Kein Foul, sagt David Jackson. Vielleicht jetzt in Überzahl. Aber stark, der Zweikampf stark von Gladbachs Abdullah Iletmes, der die ganze Dynamik aus diesem Angriff nimmt. Und jetzt geht Rosenberger mit seinen Kollegen von der Platte. Blockwechsel beim 1:05. Auch Gladbach hat frische Beine auf dem Platz. Dieses Duell gab es ja auch schon in der Vorrunde. Das konnte Mainz 05 für sich entscheiden gegen Gladbach mit 4:2. War das zweite Spiel in der Vorrunde. Die Mainzer kamen ja gut aus den Startlöchern. 4:0 gegen die Mühlis, 4:2 eben gegen Gladbach. Danach ein 1:1 gegen Arminia Bielefeld. Dann gab es das 1:4 gegen RB Leipzig. Dann das 3:1 gegen Wolfsburg. 4:1 gegen die Mühlenkreisauswahl. Und dann eben das 0:7 gegen Bayern München. Das ist der Turnierweg der Mainzer. Freistoß für Borussia Mönchengladbach. Gladbacher ja mit einer Sandwich-Vorrunde. Erstes Spiel 3:2 gegen Leipzig gewonnen, dann zwei Niederlagen. 2:4 eben gegen Mainz, 1:3 gegen Union Berlin. Dann gab es den Sieg gegen die Mühlis, 4:2. Dann ein 5:1 gegen den VfL Bochum, 2:0. Starke Stuttgart herausgeschmissen. Und dann das 1:3 gegen Union Berlin. So, Mainz macht sich auf zum Ausgleich. Abschluss von Chris Rosenberger. Kein Vorbeikommen an ihm, an Jihan Marceling. Im Tor der Fohlen. So, Marceling spielt jetzt mit. Auf Kevin Ahlberg, und Kevin Ahlberg trifft nochmal. Bester Gladbacher Torschütze im Turnier. Schöne Einzelaktion. Klasse aus der Drehung. Bandenabpraller nochmal genommen. Tor und dann keine Chance für Morina aus der kurzen Distanz. Spieler mit der Nummer 11. Kevin Ahlberg. 2:0. Anschlusstreffer für Mainz. Sie bleiben im Spiel. Hier der Ballgewinn vom Kapitän. Und dann Benjamin Drakovac. Mit dem Tor für die Mainzer. Tor durch Benjamin Drakovac. Wir suchen noch einen Ball. Wir haben was gefunden und wir können weitermachen. Ball reingelegt, wieder. Kevin Ahlberg. So, 2,5 Minuten. Finn Hilbrunner zusammen mit Morina. Abschlussversuch.
Stark umkurvt und dann mit der Hacke. Schönes Kabinettstückchen. Vielleicht können wir das gleich nochmal sehen. Das war nochmal eine tolle Aktion, hätte ein Tor verdient gehabt. Zunächst die Ecke für Mainz und der Ausgleich für Mainz. Chris Rosenberger. 2-2. Gladbach etwas passiv nach der Ecke. Sehen wir hier. Kein Kontakt zum Gegenspieler aufgenommen. 2-2. Jetzt wird es mal richtig spannend. Fast eine im Minute, Duell der Kapitäne. Er zieht der erste FSV Mainz 05 durch den Spieler mit der Nummer 10 durch Chris Rosenberger den Ausgleich zum 2-2. Gut, die Minute noch. Guter Versuch. Ja, Ball war im Aus, hat die Ersatzbank gerettet. Die lebendige Bande quasi, aber Spiel läuft weiter. Also Mainz beweist Moral. Und kommt zweimal in diesem Spiel zurück. Ecke diesmal besser verteidigt. Und das war's. Mit 2-2 geht es in ein 9-Meter-Schießen für das Spiel und Platz 3. 2-2, der Endstand. Das heißt, es geht ins 9-Meter-Schießen. Für die Finalisten gar nicht so schlecht. Verlängert die Pause ein wenig. Da besprechen sich die Mainzer, schwören sie nochmal ein auf ihr 9-Meter-Schießen. Wer traut sich? Wer legt nochmal die letzten Schüsse hier in dieses Spiel um Platz 3? Trainer Daniel Kiefer. 29 Jahre jung. Gibt noch mal die letzten Hinweise und dann geht es gleich noch mal rund hier um Platz 3. Kapitän Chris Rosenberger, tolles Turnier gespielt. Die Mainzer auch wie immer sympathisch. Ehrgeizig ja, aber nie unfair. Schaffen es wirklich jedes Jahr wieder, tolle Jahrgänge hier hinzupacken. Und jetzt beiden Keeper noch im Austausch. Stehen jetzt natürlich besonders im Mittelpunkt. Genti Morina für Mainz und Jehan Masseling für Borussia Mönchengladbach. So. Wir starten dieses 9-Meter-Schießen mit Kevin Alberg für Borussia Mönchengladbach.
Ball liegt. Ahlbeck ist bereit. Und Morina pariert. Dürfte Maurice Bittroff sein. Gegen Masseling. Bittroff für Mainz. 1-0 Mainz. So. Armin Spahic schattet schon ein bisschen Druck im Schuh. Sollte jetzt treffen, um seine Farben im Rennen zu halten. Spahic. Spahic trifft. 1-1. Der nächste. Toni Hartelt, erweiterter U16-Nationalspieler für die deutsche Nationalmannschaft. Tritt an, pustet nochmal durch und verschießt. 1-1. Wir beginnen bei 0. Drei Schützen. Artem Muradyan für Borussia. Muradyan gegen Morina. Trifft unten rechts. Sehr souverän verwandelt. Und jetzt kommt Chris Rosenberger. Der Kapitän der Mainzer. Ja, Ball rollt nochmal nach vorne. Jetzt liegt er am Punkt. Also Rosenberger gegen Masseling. Rosenberger trifft 2-2. Und da geht es jetzt noch einen Durchgang weiter. Und jetzt kommt Wahl Meuer. Der Kapitän der Gladbacher. Gegen Genti Morina. Treffer! Meuer. Jan Jakub, Jan Eger. Nun für den Vorjahressieger. Trifft 3-3. Das könnte noch ein langer Nachmittag werden hier. So, als nächstes haben wir Emre Türkseven. Für Gladbach. Verschießt! Genti Morina hält diesen Ball. Und jetzt kann das Ding jemand entscheiden. Ah, da waren sich nicht ganz einig. Mal gucken, was das mit ihm macht. Da wollten zwei Spieler zum Punkt. Das müsste hier Benjamin Drakovac sein. Drakovac kann Mainz jetzt zu Platz 3 schießen. In diesem Moment. Drakovac verschießt! Es bleibt beim 3-3. Josef Belhazen. Der nächste Gladbacher am Punkt. Trifft souverän unten rechts. So, der nächste Mainzer traut sich.
verschießt. Philipp Brunner verschießt und damit ist Borussia Mönchengladbach Dritter. Glückwunsch an die Borussia. Aber auch Kompliment am 1:5. Damit gratulieren wir Borussia Mönchengladbach zum Dritten. Und wir gratulieren natürlich auch Turnier und für viele tolle Momente. Und jetzt bereiten wir uns langsam aber sicher auf das große Finale vor. Union Berlin. Jetzt laufen die Glückwünsche und wir machen uns ganz langsam bereit fürs Finale.